Hallo, jetzt genau in diesem Moment ist der 6.12., also Nikolaus, und ob wir es tatsächlich schaffen, nur Weihnachts-Apps oder überhaupt keine Weihnachts-App zu zeigen, das seht ihr gleich beim Quapcast Folge 37 mit Bernd und mit mir und ganz vielen Schafen und anderen Sachen auch noch. Bis dann. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des unglaublichen, unvergleichlichen und unübertroffenen Mobile Apps Podcast, der sich da Quapcast nennt, der von mir und dem Kollegen Bernd bestritten wird. Hallo Bernd, wie geht's dir? Ja, schönen guten Abend, Micha. Hallo, People im Chat. Du meinst Specter. Wir können ihn persönlich grüßen. Hallo Specter. Genau, aber es werden ja noch viele Leute das Ding in der Aufzeichnung, wie auch immer, hören, sehen, konsumieren, und die grüße ich natürlich auch. Ja, Micha, wie geht's denn dir am Nikolaustag? Sicher, ach stimmt, so eine Begrüßung hätte ich ja eigentlich machen müssen. Ne? Eigentlich hätte ich sagen müssen, oh hier, ho, 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 Weihnachten, Nikolaus, und wir haben heute nur weihnachtliche Apps, haben wir aber gar nicht, deshalb passt das schon alles. Wir ignorieren das mal komplett, dieses Thema. Ne? Ich finde Nikolaus jetzt auch nicht so dramatisch und so spannend. Das kann man dann, vor allen Dingen in der Mobile-Welt, ich habe ja heute wirklich ein paar Apps versucht noch rauszusuchen, die vielleicht so ein bisschen weihnachtliche Stimmung überbringen. Aber du findest ja nur Rotz. Ne? Also zum Thema Weihnachten, was jetzt nicht irgendwie das ein 100 Jahre altes Spiel ist, oder so, ist alles nur Bullshit. Ja, das ist halt so Seasonal Content. Ja, saisonaler Content. Das war ja eine super Übersetzung. Die hat ja keiner verstanden jetzt, wenn du das Original, also die nur Englisch genommen hättest jetzt weiter. Ja, ich hatte ein bisschen befürchtet, dass du mir direkt reingrätscht mit mir Anglizismen vorwirfst, aber gut, egal. Also mit dem saisonalen Content ist es halt so, dass der tatsächlich, da kann man gutes Geld mitmachen, aber nur ganz kurz. Ja? Deswegen kann ich es gut verstehen, wenn du da nichts Vernünftiges gefunden hast. Ja, also wenn man da gutes Geld mitmachen kann, dann gäbe es ja vielleicht auch irgendwelche Sachen, die interessant sind. Aber ich habe auch nicht wirklich richtig geguckt. Also das Härteste, was ich gefunden habe, war irgend so eine Weihnachtsmann-Voodoo-Doll, wo man irgendwelche Waffen designen konnte und das Ding möglichst elegant zerfetzen. Sah aber porthässlich aus und hat auch keinen Spaß gemacht. Kostete dafür aber auch nichts. Bis auf die Waffengenerierung, die waren dann mit irgendwelchen In-App-Purchases. Also, Naja, aber ich denke mal, wer wirklich Lust auf Weihnachtsstimmung hat und unseren kleinen Quapcast regelmäßig folgt, der dürfte genügend Apps haben, die halt Content-Updates bekommen. Und die sind dann auch durchaus saisonal. Absolut. Also irgendein Angry Birds hat jetzt das gekriegt. Absolut. Das stimmt, da gab es doch nicht auch ein Angry Birds Seasons oder wie hieß das? Oder? Mhm. Gab's. Jahreszeiten also, quasi, ne, für die RTL2-Zuschauer. Dass du sowas immer sagst. Das muss ich sagen. Es gibt schon man kann sich schon in Weihnachtsstimmung bringen mit seinen muckeligen iOS und Android-Devices, aber diese Only, ja, was du jetzt wohl noch gesucht hast, irgendwie reine Weihnachts-Apps oder Spiele, sind oft nicht so gut, wie du ja selber gesagt hast. Genau. Was nicht heißt, dass unsere Titel, die wir heute haben, alle super sind, aber es sind ein paar Highlights dabei. Definitiv. Wie immer. Hast du irgendwas Schönes aus der Mobile-Welt noch, was du uns jetzt irgendwie reinwerfen willst? Oder also vor Weihnachten passiert da auch nicht mehr viel, oder was? Du könntest mir, doch, da passiert immer was. Mobile-Welt ist aufregend. Nee, du könntest mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Hatten wir hier schon gesagt, dass Punch Quest, was wir thematisiert haben, dass das mittlerweile nicht mehr Freemium ist, sondern quasi Premium, 89 Cent? Nee, kostet. Ich glaube, wir hatten ja nur, als wir es vorgestellt haben, erwähnt, dass sie tatsächlich diesen Schritt überlegen, wenn denn alle Stricke reißen. Und die sind dann ja wohl gerissen, sonst hätten sie es nicht gemacht, ne? Genau, also mussten quasi, ich will jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also das Spiel ist ganz cool, könnt ihr euch nochmal anhören, ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder so haben wir das besprochen. Da hatten wir schon, gab es schon die Nachrichten, dass die halt nicht sich nicht über Purchases richtig refinanzieren können, weil das Spiel einfach zu umfangreich war und ja, die Leute keinen Anreiz hatten, sich was zu kaufen. Und es ist tatsächlich passiert, sie haben es umgestellt, wo ich eigentlich noch gemutmaßt hätte, so wie es war, hätten sie es auch von vornherein für 89 Cent verkaufen können. Absolut, absolut. Und es war ja in diesem, du hast mir ja so einen Artikel noch geschickt, wo kurz darüber berichtet wurde, und da stand ja drin, dass das, was sie jetzt damit eingenommen haben, also als Bezahl-App okay ist, aber jetzt auch nicht so irgendwie so die Welt.
Und ich denke mal, die werden sich auch so ein Stück weit in den Arsch beißen, denn wenn man ja irgendwie, selbst wenn sie ja nur irgendwie die Hälfte von dem abgesetzt hätten, was sie vorher als Free-to-Play-Titel da irgendwie hatten, dann wären sie damit wahrscheinlich noch ganz gut gefahren, ne? Ich glaube, die wären damit ziemlich gut gefahren, weil die hatten, haben wir auch gesagt, hatten super Presse, zu Recht, wurden von Apple in vielen, vielen, also Countries, also Länderstores Countries. Gefeatured. Weil es ist so seasonal featuring in den einzelnen Countries, ne? Mhm. Ja, Props to Apple. Nein, also die wurden halt in, wer es nicht weiß, ganz kurz, in jedem, jeder App Store hat eine eigene Redaktion, also der deutsche, der polnische, der amerikanische. Und die featuren halt durchaus auch individuell. Ja, und da wurden sie halt auch oft genug hervorgehoben, was ja Gold wert ist, weil das Spiel einfach gut ist. Hat auch dazu geführt, dass viele Downloads da waren. Also sie haben richtig gut, sich richtig gut verbreitet, aber haben es halt nicht in Geld umgesetzt. Ja, schade eigentlich. Naja. Nee, das hatten wir aber noch nicht. Das hatten wir letztens eben nur erwähnt, dass so ein Schritt vielleicht bevorstünde und jetzt war er eben da. Na gut. Über die Wii U müssen wir nicht erzählen, das ist ja nicht wirklich nur eine mobile Konsole, ne? Da bist du ja so begeistert. Ich wollte gerade sagen, ich hab ein neues Tablet. Aha. Genau, das müssen wir mal kurz erwähnen. Also ich weiß, als wir damals mal im Quopcast mit Sven über Wii U gesprochen haben, bevor er sie in der Hand hielt, war er ja der größte voller Skepsis, da sagte, boah, in der heutigen Zeit kannst du nicht so eine veraltete Technik einsetzen und so, es ist ja noch nicht mal kapazitiv und sowas, sondern und überhaupt, und wie spielt sich's denn so? Wenigstens ein Satz. Merkt man, dass das eine veraltete Technik ist? Du wolltest ja, dass ich beim nächsten Quapcast drüber rede, deswegen wirklich nur ein Satz, oder? Ja, natürlich. Also ich halte das Tablet für sehr, sehr, sehr gut. Es ist leicht. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Also es ist halt nicht. Also der Touchscreen ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Apple iPad oder so, was ja insgesamt auch deutlich schwerer ist. Der kostet, glaube ich, wenn man ihn nachkauft, 130 Euro. Also ist schon nicht billig. So aber Nexus Preisklasse. Ja, richtig. Aber was ich sagen kann, er ist sehr, sehr responsiv, der Touchscreen. Natürlich nicht ganz vergleichbar mit so einem, ich verwechsel es immer, resistiv und Kapazitiv. Auf jeden Fall, man muss ihn schon mehr drücken, aber trotzdem sehr, sehr für diese Art des Touchscreens sehr genau, sehr präzise. Und was ich noch sagen kann, weil einige Spiele das auch unterstützen, wo sich mir eigentlich Nackenhärchen aufstellen, die Tilt-Mechanik ist sehr, sehr, sehr präzise. Das habe ich also bei keinem iPhone oder keinem Android-Phone so präzise erlebt wie in diesem Gamepad. Hört. Das ist ja letztendlich. Hört. Und und klar, es hat einen hervorragenden Steuerkreuz, wie man von Nintendo gewöhnt ist. Und auch die beiden Analog-Sticks sind auch richtig gut. Okay, aber es ist trotzdem keine mobile Konsole, deshalb können wir die jetzt hier außen vor lassen. Vorschau auf den nächsten Quopcast nächste Woche. Da hat sich auch der gute Kollege Mantkau von Ravioli angeboten, auch noch was darüber zu erzählen. Da machen wir das Roundup mit allen Leuten, die tatsächlich die Kiste sich gekauft haben und den üblichen Nörglern. Also dann passt das schon. So, aber jetzt tatsächlich, wir haben wieder vier mehr oder minder interessante, wenn nicht sogar total interessante Apps dabei. Also Spiele. Ne? Hast du Bauchbinden, mein Freund? Natürlich nicht. Also muss ich den Namen ein bisschen öfter erwähnen. Ne? Ja, ich habe es tatsächlich kurz vorher überlegt, ob ich es noch machen soll, habe mir gedacht, nee, heute ist tatsächlich Nikolaus, heute ist Feiertag. Keine Bauchbinden. Da wird nur der Bauch ins Bild gestreckt für die Leute, die den Videopodcast sich angucken. Das muss reichen. Genau, ich fange mal mit der Vorstellrunde an. Ne? Ja. Und zwar habe ich ein Spiel, das ist von einem oder von einem ganz bekannten Indie-Games-Entwickler mal gewesen. Ich sag mal so viel wie Minecraft. Und das ist zwar Microminers. Das basiert nämlich auf einem Java-Spiel, was der Minecraft-Schöpfer, weiß ich gar nicht, 2010, glaube ich mal, 2006 mal gemacht hat. Das kann ja dann nur gut sein. Oder? Naja, schauen wir mal. Wenn wir schon dabei sind, ich habe natürlich auch einen Titel, der von einem alten Bekannten der Spieleszene quasi gemacht worden ist. Und zwar eine App mit dem sehr schwammigen Namen Freeze, wobei es tatsächlich ja die Spielmechanik nachher gut trifft. Und die ist unter anderem von Andreas von Lepel gemacht worden. Und der hat früher auf dem Amiga schon einige Titel, unter anderem sowas wie diesen Shooter Sarco Phaser gemacht, der damals Mitte der 80er wirklich ein toller Titel tatsächlich war, ja. Ja, zu der Zeit habe ich aber
in den Super Nintendo gespielt. Zu der Zeit bist du wahrscheinlich noch mit irgendwie deinem Dreirad durch die Gassen Dortmunds gefahren und hast da mit der, naja, auch egal. Du hast mit Schweineblasen und Amigas gespielt. Ne? Natürlich, natürlich, natürlich. Was ja ungefähr zeitgleich war. Genau. Genau, dann habe ich noch wieder mal endlich ein Spiel von Handy Games, die wir jetzt schon das dritte Mal featuren. Warum endlich? Weil sie endlich öfter auch mal iOS-Spiele rausbringen. Und zwar Clouds and Sheep. Das ist eine Umsetzung von Android. Und ja, ziemlich cool, aber da kommen wir dann gleich zu. Sehr gut. Und ich habe auch noch einen Titel, den uns ein Zuschauer-Hörer eingeschickt hat, nämlich Zombieboot. Ein, wie heißen die eigentlich, diese Dual-Stick-Shooter, so heißen die, glaube ich, in Hollywood. So ist das. Twin-Stick-Shooter. Stimmt, Twin-Stick, so war das, ja. Mann, da lernt man immer tolle Begriffe hier bei uns. Ne? Das sind echt so Seasonal Highlights, die wir heute wieder verbreiten. Ja. Krasser Content. Ja, siehst du mal. So, wer will anfangen? Soll ich anfangen? Kannst oder du gerne? Nee, mach ruhig du mal. Dann kann ich mir noch ein bisschen hier den Bauch streicheln. Und ja. Ach, jetzt hast du erzeugst auch manchmal Bilder in meinem Kopf. Aber gut. Also, ich fange mal mit Microminers an. Publisher ist bonuslevel.org. Kannte ich vorher nicht. Ist eine nicht für Android erhältlich, leider. Also, ist eine reine iOS-App. Ist aber dafür universal. Das heißt, funktioniert für iPhone und iPad. Und ich habe gerade irgendwie rumgestammelt, dass das mit Minecraft was zu tun hat. Und zwar ist das, wie gerade schon erwähnt, basiert das auf einem Java-Spiel von Markus Persson. Ja, also ich bin kein Minecraft-Jünger, aber die Jünger unter uns, die werden alle mit dem Zungen schnalzen. Und ja, wie gesagt, da will ich auch nicht zu viel in die Minecraft-Materie eintauchen, aber so ich mir das vorstelle, kann man durchaus Parallelen ziehen. Worum geht's denn da? Grundsätzlich ist es eine Mischung aus Where's My Water und Lemmings, und selbst der Werbetext im Spiel wirbt damit, kokettiert damit, dass es eine Art Where's My Lemmings ist. genau, Lemmings, glaube ich, erkläre ich jetzt mal gar nicht. Where's My Water, ganz kurz, da muss man halt auch, und das ist halt auch die grundlegende Mechanik, da muss man mit dem Finger durch einen Erdhaufen Line-Drawing-mäßig Gruben bauen und Stollen ziehen. Also so wie in echt immer, nimmt den Finger durch Erdhaufen. Ja, mache ich ab und zu. Nein, also bei Where's My Water, genau, das kennt man ja wahrscheinlich, wenn man irgendwie mobile interessiert ist. Und den Quapcast geschaut hat. Und den Quapcast geschaut hat, ganz genau. Da ging es halt darum, Wasser zu transportieren. Und hier sind es halt, ja, Lemmings, / kleine Minenarbeiter. Das Ganze hat eine Pixel-Grafik, daher erinnert es dann auch noch mal mehr an Lemmings, also wirklich sehr ähnlich. Und genau, Aufgabe ist es einfach, und ich glaube, Micha wird gleich was zeigen für die Sehenden, auf einem relativ frühen Level vermute ich jetzt mal. Ja. Da ist es noch relativ einfach. Genau, wenn man es jetzt sieht, da sind jetzt alle Minenarbeiter weiß, und die kann man relativ einfach noch durch diesen Stollen buxieren. Ziel ist es, Erzvorkommen abzubauen. Das macht man einfach, indem man den Stollen bis zum jeweiligen Vorkommen baut. Die kleinen Minenarbeiter folgen tatsächlich wie die Lemminge und bauen den dann ab. Das klingt jetzt relativ anspruchslos, aber Micha zeigt auch gerade schon eins von den schönen Tutorials. Das ist nämlich hinterher dann selbst mit einer Rasse gar nicht so einfach. Da gibt es ein paar Tricks, um auch größere Brocken abzubauen. Das wird dann aber später insbesondere komplexer, wenn dann mehrere Farben von Arbeitern da sind, die man auch separiert halten muss, weil da muss ich das so vorstellen, jedes Lemming, ich sage jetzt einfach mal Lemming oder Arbeiter, kann nicht jedes Erz abbauen. Und da ergeben sich dann schon das wird sehr schnell relativ komplex mit diesen einfachen Mitteln, weil man dann halt Kreuzungen bauen muss, aufpassen muss, dass sich die Arbeiter nicht vermischen, was de facto der Tod ist. Ja, wenn man dann mit der Mischung aus Schwarzen und Weißen zum Beispiel zu einem Kohlehaufen geht, das ist nicht gut für die weißen Arbeiter und so weiter. Ergibt sich also wirklich eine schöne, schöne Spielmechanik, die nicht aufgesetzt immer komplexer wird. Ich muss gestehen, ich habe schon einige Zeit gespielt, aber ich habe noch nur
zwei verschiedene Rassen oder Sorten von Arbeitern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da später noch mehr kommen und dann wird das halt noch, also die Komplexität potenziert sich dann einfach. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass die Level auch langsam scrollen. Da muss man drauf aufpassen. Man darf kein Erzvorkommen einfach irgendwie verpassen und das scrollt dann aus dem Bild. Das wäre schlecht und man darf auch nicht die kleinen Arbeiterchen irgendwo in einer, ja, in so einer Grube, wo sie nicht raus können, hinterlassen und die dann langsam aus dem Bild scrollen, dann sterben die halt auch. Wie gesagt, die Mechanismen sind relativ einfach. Spielt sich wirklich, ja, also spielerisch schon relativ nah an, wo ist mein Wasser. Aber es ist mehr so ein bisschen so ein Zeitmanagement-Ding, weil man halt auch planen muss, wo man welche Route wieder zumacht, damit die anderen da durchgehen können, ohne in die falsche Grube zu fallen. Und natürlich Line-Drawing und ja, wo ist mein Wasser. Genau. Ich glaube, der größte Unterschied zu dem Wo ist mein Wasser ist ja tatsächlich, dass das Wo ist mein Wasser ja wirklich so puzzelbasiert ist. Du hast immer verschiedene Aufgaben, die du exakt in einer Form oder so lösen musst. Und hier ist es im Grunde so, ja, so ein scrollender Level mit unterschiedlichen, wahrscheinlich auch zufällig generierten Sachen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, so genau habe ich es mir nicht angeguckt, aber das ist der größte Unterschied, ne? Genau, also man ist grundsätzlich ja relativ frei, wie man das macht, wo man da die Brücke baut zum Beispiel oder ob man auch Mittel und Wege findet, halt einen kleinen Umweg zu gehen, aber dadurch keine Kreuzung zu erzeugen. Kreuzungen sind halt immer gefährlich, weil sobald man die Männchen halt vermischt, hat man schon fast verloren. Ne? Also insofern, darauf kommt es an. Man kann auch nicht nur abbauen, sondern das zweite Werkzeug ist, dass man quasi wieder zuschüttet. Ne? Das ist ja einfache Werkzeuge, aber durchaus hohe Komplexität. Also wahrscheinlich komplexer, als man jetzt denkt, wenn man sich die Szenen angeschaut hat, die du gerade gezeigt hast. Das stimmt tatsächlich. Ja. Was mich am Anfang ein bisschen, abgeschreckt hat, war tatsächlich, dass die Pixelgrafik und auch die darum rumliegenden Grafiken, also diese komischen Köpfe dieser Miner, die tauchen dann zwischendurch mal immer in der Oberfläche auf und gucken dann von links und rechts und oben und unten so in den Bildschirm rein, dass das schon skurril, ist ja ohne Wertung, aber dass es teilweise schon so ein bisschen billig aussieht, fand ich schon. Ne? Also andererseits, ja, es passt dann auch wieder. Ne? Das macht das Spiel ja nicht wirklich schlechter. Aber zuerst denkst du mal, okay, das sieht so aus, als wenn das einer in irgendwie so einer 24-Stunden-Session vielleicht selbst gebastelt hätte. Ne? Ja, interessanterweise, ich hatte ja gerade erwähnt, dass dieses Urspiel, was ich natürlich nicht gesehen habe, auch wenn es auf Java war, wohl tatsächlich in einer, ja, wie nennt man das? Diese Gaming Jams oder so, so habe ich das verstanden. Also in so einer Session tatsächlich entstanden ist und dass die Version, die wir hier vor uns haben, wohl schon seit 2010 entwickelt wird. Gut, ich kann jetzt weder positiv noch negativ sagen, dass man dem das Spiel das vielleicht nicht ansieht. Das ist gar keine Beleidigung, aber der Marketingtext, der übrigens sehr witzig ist, also wer sich für das Spiel interessiert, sollte sich den echt mal angucken. Der hat da so ein paar Fun Facts, wo solche Dinge drinstehen. Mhm. Ja. Und die Gesichter, die du meinst, sind mir auch aufgefallen. Das ist, ja, ich finde es gar nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen Stilbruch. Die genau. Passen einfach nicht, genau. Ja, das wollte ich jetzt ja nicht unterbrechen, aber das wollte ich jetzt so als nächsten Text noch sagen. Du hast diese komplette Pixel-Grafik eben im Spiel selber und dann hast du auf einmal diese, ja, fast schon gezeichneten Köpfe, so Line-Art-Köpfe zwischendurch, die dann da eben kommen, die aussehen, als wenn da sich irgendeiner mit so einem Vektorzeichenprogramm ausgetobt hätte für den Titelscreen und für diese Köpfe. Und das hat mich auch tatsächlich überrascht. Stimmt, ja. Also für Sven wäre das nichts gewesen. Für Sven wäre es definitiv nichts gewesen. Beim Icon weiß man ja auch nicht. Also das sieht teilweise, also die Figuren sehen ja schon so aus wie so Autobahn-Graffitis oder Zug-Graffitis, die man ja gerne mal so sieht, ne, wenn Leute irgendwie mit so einer Dose gesprüht haben. Und also wer wirklich der Grafikästhet ist, der muss schon einen speziellen Geschmack haben, um da nicht zu sagen, oh, nee, das gefällt mir aber nicht. Ja. Wobei ich sagen muss, also ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, wo wir gerade bei den Funfacts waren, da steht auch, dass es schon einmal rejected wurde von Apple, weil es zu viel Pixel-Grafik enthält. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas in den Human Interface Guidelines oder in den generellen Guidelines von Apple drinsteht, aber weil es zu viel Pixel-Grafik enthält? Das ist ja absurd. Das ist ja tatsächlich komplett absurd. Ja, naja. Was ich sagen will, also es ist trotz allem grafischer Schwächen vielleicht, wobei mit Ausnahme dieses Stilbruchs finde ich es jetzt eigentlich nett. Es ist halt generell witzig und charmant. Also so, was ich noch nicht gesagt habe, dass die kleinen, ja, Arbeiterchen immer so kleine Sprechblasen über sich haben und auch in der Regel wirklich relativ witzige Dinge sagen. Und im Hauptmenü kann man halt auch
da kann man zwar nicht graben, das habe ich nämlich eigentlich probiert, aber man kann auch weiter runter scrollen und ich glaube, die Credits werden dann unten auch von so rumlaufenden Minenarbeitern dann quasi in der Sprechblase vorgelesen. Mhm. Also das ist wirklich, auch im Detail sind dann nette Details. Also nette viel. Das war ein schöner, runder Satz, ja, so muss es sein. Zitiere mich ruhig. Nö, das kommt dann hinten auf den Klappentext bei der Verpackung, wenn sie hier das zusammen mit dem iPad irgendwo bundeln. kommen wir zu einer Wertungsrunde, oder? Dann fangen Sie mal an. Ja, ich glaube, die hat das Ganze mehr Spaß gemacht als mir letztendlich. Ich habe auch nicht so weit gespielt, muss ich auch zugeben. Ich gebe dem Ganzen 3 Sterne, weil es war okay. Es ist eine nette Mechanik. Es ist, und wie du ja selber sagst, sie kokettieren damit, dass es eben die Kombination ist. Das uneheliche Kind zwischen Wo ist mein Wasser und Lemmings. Und Lemmings fand ich schon immer, das waren ja auch nur Pixel damals. Da muss man sich auch nichts vormachen. Die waren ja damals auch nicht viel, viel mehr. Das fand ich schon immer witzig und das passt einfach. Also es ist okay. Das ist jetzt nichts, wo... Also wer wirklich auf so Puzzle steht, der wird da wahrscheinlich überhaupt nicht gefordert. Das ist mehr so, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal so ein Spiel ein bisschen länger einfach so zen-mäßig vielleicht auch wieder spielen. Und da passt dann aber schon, auch wenn es schwieriger wird mit zunehmendem Leveln. Ja, 3 genau. Sterne. Entschuldigung, also ich gebe 4 Sterne tatsächlich, weil ich hatte tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß als du. Ja, also ehrlich gesagt hat es mich überhaupt nicht... Also ich habe nur nebenbei gesehen, dass das wohl irgendwas mit Minecraft zu tun hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für manche Fans irgendwie ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Wie auch immer sie an Spielen kommen, da sowas unterstütze ich natürlich, weil man sollte ja auch immer mal spielen, ne? Ich finde es gut, dass es halt wirklich wie gemacht ist für ein Touchscreen, genau wie auch Wo ist mein Wasser. Also das funktioniert halt richtig gut. Mit dem Finger Bahnen bauen, das ist schön, man ist wirklich... Du hast es gerade mal spaßhaft gesagt, mit dem Finger in der Erde. Finde ich richtig gut. Funktioniert hier, wie gesagt, sehr gut. Grafik, wie gesagt, ich habe mit Pixelgrafik gar kein Problem. Und dass es sich mich auch wirklich an Lemmings erinnert hat, was die Figürchen angeht, fand ich halt auch wirklich sehr nett. Was ich besonders mag, ist halt, dass aus diesen einfachen Mitteln wirklich komplexe Aufgaben entstehen. Und es ist ein bisschen weniger Puzzle als auch ein bisschen Geschicklichkeitsspiel, weil dann kommt es auch aufs Timing an. Gut, genau. War bei Wo ist mein Wasser auch so, aber eine nette Mischung. Ja, also stimmt. Wie gesagt, 4. Und ich glaube, es gibt sehr viel, jetzt hätte ich fast Value for Money gesagt, ne, wer wieder Englisch ist. Also man kriegt sehr viel für sein Geld, weil ich konnte gar nicht alles entdecken. Es gibt auch irgendwie noch Spielmodi, die ich gar nicht freigeschaltet habe, die muss man noch freischalten. Und auch, glaube ich, richtig viele Levels. Insofern, wer sowas sucht, der kriegt richtig viel Content hier. Super. Voll super. Total genial. Ja, dann kommen wir zum nächsten Titel, den ich, was ich gerade schon erwähnte, als Vorschlag bekommen habe. Deshalb sage ich da auch gar nicht so viel zu jetzt, weil die Mechanik kennt jeder. Also, wir haben ja gesagt, Twin-Stick-Shooter, Dual-Stick-Shooter, kennt jeder, ne? Mit dem einen Stick oder mit dem einen Daumen in dem Fall ja, oder Finger, lenkt man eben die Spielfigur über Spielfeld und mit dem anderen kann man sich quasi drehen, während man in irgendeine Richtung läuft und schießen. So, und Zombiewood heißt das Ganze, eben die Kombination aus Zombies und Hollywood. Und die Mechanik ist halt eben seit 400 Jahren erprobt. Man rennt einfach durch zugegebenermaßen sehr schön designte Hollywood-Kulissen und schießt auf Zombies, die da rumkommen, sammelt Münzen ein, um sich bessere Waffen kaufen zu können und. Mehr muss man, glaube ich, zum Spiel eigentlich nicht sagen. Ich glaube, jeder von uns hat schon ein Spiel schon mal gespielt, wenn nicht sogar mehrere. Und das war's dann. Was das ein bisschen hervorhebt, ist, dass es eben sehr, sehr witzig gemacht ist, die Optik, finde ich. Also es ist eher im Comic-Stil. Es sieht grafisch echt gelungen aus, finde ich. Und es wird auch relativ schwierig irgendwann mal, wenn dann viel mehr Zombie-Horden kommen. Zombie-Horden ist auch nicht schlecht, ne? Der ist fast so gut wie meiner. Ja, manchmal hat man echt hier so Aussetzer, wenn man hier irgendwas sagen will. Aber jeder hat so ein Spielprinzip schon mal gespielt, deshalb erkläre ich da gar nicht viel, sondern zeig lieber ein bisschen was, und du kannst da gegebenenfalls noch was zu sagen. Was man noch sagen muss, ist von Gameloft, die haben, glaube ich, urlange kein Gameloft-Spiel mehr gehabt, ne? Ich glaube, Carsten hat das letzte gemacht mit, weiß ich nicht mehr, was war das? Keine Ahnung. Hatte Carsten ein Gameloft-Spiel? Ich meine, er hatte ein Gameloft-Spiel, ich weiß es nicht mehr. Okay. Publisher ist Gameloft, hatte schon mal so im Nebensatz gesagt, ist jetzt nicht mein Lieblings-Publisher, das liegt tatsächlich an den Spielen, die machen. Aber ich lade mir natürlich im Dienste des Michas und der Zuhörer
solche Sachen natürlich und, auch runter. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir hier denn gerade schon erwähnen, dass es ein Vorschlag war, das ist ein Titel, den gibt es tatsächlich auch mal wieder für Android. Nicht nur iOS, sondern Android, und deshalb kam der Vorschlag auch. Wenn ihr mal wieder einen Titel machen wollt, den es für beide Plattformen gibt, dann nehmt den doch mal. So. Genau, also Gameloft, es ist free, ein Freemium-Spiel. Auf iOS ist es eine Universal-App und auch, wie du schon sagtest, für Android erhältlich. Und richtig, es ist ein relativ ausgelutschtes Genre. Dieser Twin-Stick-Shooter, da gibt es jede Menge auf iOS und ich bin mir sicher auf Android auch. Was dieses Spiel im Positiven ausmacht, ist einfach ja, dieses witzige Setting. Du hast gerade gesagt, comic-mäßig, aber es hat auch zum Teil, also es ist halt sehr filmlastig. Das heißt, die Level sind dann zum Teil auch wirklich an echte Filme angelehnte Poster. Mit witzigen Titeln irgendwie. Ich habe mir jetzt keinen gemerkt, aber natürlich irgendwie alle was mit Zombies zu tun. Man hat öfter Dialoge mit einem Regisseur, der permanent seine Finger so hält, als würde er gerade einen Film drehen. Ne? Also so nicht sich gerade die Szenerie angucken. Spielt ein bisschen mit den Klischees. Ist ja auch gut. Der Held hat eine, ja, so ein bisschen Stuntman-mäßig so eine Lederjacke an und dann wird hat auch direkt auf Zombies geballert. Ja, also es ist, also bei mir klingt es immer, als ob Freemium was Schlechtes wäre. Das soll um Gottes Willen nicht so sein. Aber das ist wieder ein Freemium-Spiel und ich muss sagen, man, gerade wenn man die Tutorials spielt, Tutorials sind ja total wichtig und sinnvoll, hatte ich den Eindruck, sehr, sehr wichtig war diesem Tutorial, dass ich oft diesen Shop besuche, wo ich mir jetzt zum Teil auch nichts kaufen musste, aber ich musste mal ein Medipack nehmen, obwohl ich diesen Level gerne mit meiner niedrigen Gesundheit probiert hätte. Nein, bevor ich es weitergehen konnte, musste ich dieses Medipack nehmen. Das sind natürlich dann Dinge, die ich mir später entweder durch hart verdiente Münzen, die man im Spiel sammeln kann und für die man halt auch die man für Objectives, die man halt pro Level meistern muss, das muss ich gleich noch kurz erklären, ausgeben kann oder halt dann durch echtes Geld, ja, ist nichts gegen zu sagen. Das war halt ein bisschen penetrant. Also es war immer, geh doch jetzt in den Shop. Und obwohl ich gar nicht wollte, musste ich, damit ich weiterspielen konnte, in diesen Shop gehen und mir den zumindest mal angucken. Ist vielleicht gang und gäbe so, weil es gibt ja auch andere Twin-Stick-Shooter, die auf diesem Freemium-Modell aufbauen. Die kenne ich jetzt aber nicht, insofern kann ich dazu nichts sagen. Und so negativ. Also ein bisschen geht mir auch so der Charme ab. Bei aller Witzigkeit, bei aller hochprofessionellen Grafik und die Technik ist eigentlich auch ganz gut. Also ich habe ein paar Reviews gelesen, ein paar Android-User hatten da ein paar Probleme, aber die Bewertung war auch ziemlich hoch. Geht mir wirklich so ein bisschen die Originalität und Charme ab. Also sie versuchen es halt durch dieses filmische zu machen, aber wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, selbst mit diesem ganz grob gepixelten ersten Spiel, was wir gerade hatten, weiß ich nicht, bin ich nicht so ganz warm mit geworden. Okay, was bei mir ganz anders ist, also ich fand die allein die Optik schon so ansprechend und das Grundsetting, es sieht echt gut aus, also ich bin ja immer wieder überrascht, ich meine, es ist wirklich nichts Besonderes, muss man eigentlich dazu sagen, das ist nicht irgendwie, dass es so wie, weiß ich nicht, so ein Referenztitel ist mit der besten Grafik auf Android und iOS, aber ich bin trotzdem immer wieder überrascht, dass so diese kleinen Geräte doch immer wieder zu sowas fähig sind. Das überrascht mich immer wieder, weil es läuft flüssig, selbst auf meiner uralten Hardware, die ich ja hier habe. Es sieht schick aus, die Levels sind, also die Maps sind ganz gut designt, eben in diesem Hollywood-Flair mit den Hollywood-Sternen, die da rumliegen und sowas. Du hast die entsprechenden Anspielungen auf irgendwelche Filme, wie du gerade schon sagtest. Das finde ich alles sehr gut. Und die Charaktere sehen auch sehr, sehr schick aus. Also das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Mich hat nur eher so ein bisschen dann abgeschreckt, das, was du auch schon sagtest, dass man wirklich ja an jeder Ecke mit der Nase drauf gestoßen wird. Hier, lass da noch mal ein bisschen Geld da. Ne? Dann, aber gut, okay, das ist legitim, das ist halt so. Das gehört halt dazu in diesem Sektor der Freemium-Games. Ne? Und ja. Also nochmal, das sollte jetzt auch nicht, wir haben jetzt gerade in der Anmoderation, hätte ich fast gesagt, also im Vorgespräch oder am Anfang hatten wir ja gerade gesprochen über Punch Quest. Das war ja ein Beispiel von einem Freemium-Spiel, was leider nicht funktioniert hat, weil es ja zu zahm war vielleicht. Das ist so ein Gegenbeispiel, das relativ, zumindest wie gesagt, im Tutorial, wo ich erwarte als Spieler, dass er mich vor allen Dingen auf das Gameplay vorbereitet, was mich halt aber permanent
in den Shop geschickt hat. Obwohl ich sage, okay, ich kann jetzt mein Nerf upgraden, will ich gar nicht sehen, ich will weiterspielen. Nein, ich musste rein. Ich musste mir das angucken. Das kam ein paar Mal vor. Das ist so die andere Seite der Medaille. Und ich vermute jetzt einfach mal und bin mir relativ sicher, dass das besser funktioniert. Also diese etwas aggressivere Vorgehensweise, weil diese Zahme hat ja nicht funktioniert. Mhm. Ja. Aber lass uns nochmal weiter zu spielerischen Aspekten kommen. Ich habe es natürlich primär hier wieder am iPad gespielt und es ist mir immer wieder aufgefallen, so groß die virtuellen Joypads ja tatsächlich da schon wieder sind, ach, es ist halt immer schwierig, ne? Also, und gerade beim großen iPad fand ich es dann noch schwieriger, wenn man die Finger da immer richtig liegen haben muss. Ich werde damit nicht so richtig warm mit diesen virtuellen Kontrollen. Und bei dem Spiel ist es ja schon fast elementar wichtig, dass man die eigentlich im FF beherrscht und also wirklich da rumlaufen kann. Was ja auch jetzt nicht eine große Komplexität bei dem Spiel irgendwie ausmacht. Aber trotzdem, ihr habt es gerade hier schon gesehen, gerade wenn man dann hier so ein bisschen schräg sitzt, so wie ich ja hier bei diesem Setup habe, war es dann tatsächlich ein bisschen unglücklich zu spielen. Also solche Spiele spiele ich tatsächlich viel, viel lieber mit einem echten Pad in der Hand. Also wo ich wirklich die Sticks fühlen kann. So geht's mir. Ich persönlich finde ja, dass Twin-Stick-Shooter eh nicht so ohne sind. Also die ja in der Regel ja linker Stick bewegen, rechter Stick davon völlig unabhängig Schussrichtung. Also das erfordert für mich, alten Mann, zumindest auch schon Koordination auf dem richtigen Gamepad. Was willst du denn da jetzt sagen, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage bin, aus dem Menü rauszukommen? Ne? Also sobald ich dann beide Sticks einsetzen müsste, ist bei mir noch älterem Mann Ende. Oder die kognitiven Fähigkeiten reichen dann nicht mehr. Oder ich habe das schon verstanden. Vielen Dank. An Nikolaus hättest du netter sein können zu mir. Micha, du bist ein bisschen empfindlich, oder? Ich habe doch dein Wort, deinen Namen noch nicht mal in den Mund genommen. Nein, ich wollte nur sagen, das es gibt sicherlich, also ist jetzt machbar, aber ich persönlich muss mich jedes Mal erstmal reinfinden, wenn es um so einen Twin-Stick-Shooter geht. Einfach diese Teilung, laufen und schießen. Und hier hast du es natürlich gerade richtig gesagt, kommt noch dazu, du hast keine echten Sticks, du hast halt virtuelle Controls. Das heißt, du hast für mich, ich hatte beide Hürden, ja, und ich komme auch halbwegs gut damit klar. Was ich noch sagen will, das ist gerade ein bisschen untergegangen bei meiner Nörgelei. Das sollte ja gar nicht so mies klingen. Man hat halt, also die Level spielen sich so, es sind halt so Art Filmszenen mit immer anderen Aufgaben und man hat halt Achievements, Objectives, die man hast du ja vorhin schon mal erwähnt, ja. Ja, wobei, also man sind glaube ich 5 oder 6 pro Level und man bekommt eine goldene Filmrolle und klar, man backtrackt sozusagen auch. Grindet. Der Anglizismen-Podcast heute, das ist ja unglaublich bei dir. Also man muss Level öfter spielen, weil man quasi um weitere Filme, also Level-Packs sozusagen freizuschalten, dann die Anzahl von goldenen Filmrollen braucht. Das ist so diese Mechanik, die das Ganze am Rollen hält. Ja, also man spielt ein Level in der Regel mehr als einmal. Ja, gut, dann komm doch jetzt mal zu einer Wertung. Du hast ja zwischendurch jetzt immer schon so leicht einfließen lassen, was du von manchen Elementen hältst. Dann sag doch jetzt mal in Sternen oder in Nikolaus-Strümpfen. Oh, in Spekulatius. In Spekulatius, genau. So, also, das klang vermutlich gerade alles wieder ein bisschen negativ. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich Gameloft jetzt nicht so toll finde, aber ich bin natürlich fair. Ja, also ich gebe diesem Ganzen 3 Sterne. Ja, es ist nicht ganz so meins, aber man kann nicht umhin zu sehen, dass es halt wirklich sehr aufwendig gemacht ist, sehr sauber gemacht ist. Die Grafik ist schön. Sie versuchen, Originalität reinzubringen in ein ausgelullertes Genre. Die Mechanismen, auch wenn sie mir manchmal zu aufdringlich sind, funktionieren. Deswegen habe ich gerade auch nochmal dieses mit den Filmrollen erklärt. Das macht alles irgendwie Sinn, dass man halt aus einem Level mehr rausholt, als dass man einfach nur einmal spielt und dann ist er durch. Nee, man spielt ihn vielleicht auch gerne mit einer anderen Waffe nochmal, um dann ein Achievement zu kriegen oder sammelt Secrets. Das sind auch Sachen, die gemacht werden müssen. Das ist alles gut, ja. Bei mir kann es nicht mehr als 3 geben, weil mir war A, insbesondere dieses hier verwendete In-App-Purchase-System ein bisschen zu aufdringlich und B, hat es mir persönlich ein bisschen an Charme gefehlt. Also das war zum Teil ein bisschen aufgesetzt. Also Elemente fand ich sehr gut, diese Poster fand ich sehr gut, manches, diese Gespräche und auch die Optik von dem Hauptprotagonisten, den man dann hinterher noch in groß sieht, das war mir dann schon so ein bisschen plump auf Attitude, also auf Coolness gemacht. Irgendwann ein cooler Stuntman. Ja. Mann. Kann man cool finden. Ich finde es auch nicht schlecht. 3 ist ja auch nicht schlecht, aber ja.
Ich gebe aber auch nicht mehr. Also um das mal direkt jetzt zu sagen, ich gebe dem ganzen Auto 3 Sterne, weil ich habe echt, als ich das angespielt habe, überlegt, wann habe ich das letzte Mal so einen Shooter gespielt in der Form? Die haben so, ich glaube auf iOS-Geräten oder auf Touch-Geräten habe ich glaube ich noch gar keinen gespielt, weil entweder habe ich die immer umschifft oder habe gesagt, nee, mit den virtuellen Kontrollen kann halt bei mir ja nichts werden. Aber die hatten ja tatsächlich so ihre Hochphase so vor 4 Jahren oder so auf Konsolen und PCs, würde ich, wenn nicht sogar noch ein bisschen früher. Also ich weiß so, als ich meine Xbox 360 neu hatte, da gab es so einige, die dann im Marktplatz dann eben zu haben waren, die auf dieser Mechanik aufsetzten. Und irgendwann war dann auch mal die Luft raus. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel hätte. Es bringt nichts Neues rein. Ne? Also ich finde das Setting tatsächlich ganz okay. Mit den Zombies ist natürlich naheliegend, wenn man was abschießt. Schießt man entweder irgendwelche Aliens oder Zombies ab. Das fand ich alles okay. Das Hollywood-Setting fand ich tatsächlich dann sogar ja sehr witzig und auch sehr schick. Aber die Mechanik bleibt halt die Mechanik. Ne? Man rennt da rum und schießt irgendwie an. Gut, dass du da irgendwelche Objectives noch hast und irgendwelche Aufgaben, die du eben erfüllen musst. Das ist, glaube ich, bei so einem Spiel im Jahre 2012 tatsächlich das Mindeste, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber nee, es ist nicht innovativ genug gewesen. Deshalb 3, und 3 ist ja jetzt auch jetzt nicht irgendwie die schlechteste Wertung. Es ist okay, ne? Merkst du schon, wir entschuldigen uns schon, wenn wir weniger als 4 geben. Das ist schlimm, ne? Nee, das ist ja tatsächlich. Ich hab gerade, als du auch da nochmal gesagt hast, hier, wir haben zwar sehr viele Kritikpunkte, aber so schlecht ist es ja gar nicht. Ich habe tatsächlich überlegt, wenn man mit so einem ganz altbackenen Spielprinzip auf den Geräten rauskommt, kann man ja heute wirklich keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also, deshalb, ich finde es nach wie vor faszinierend, dass dann so viele Retro-Spiele, dass die Leute da so drauf abfahren. Wahrscheinlich ist da der also wirklich die alten Spiele, die jetzt einfach auf iOS dann rausgebracht werden. Wahrscheinlich ist dann dieser Erinnerungsfaktor einfach noch da. Aber ansonsten gibt es so viele wirklich verdammt kreative und innovative neue Titel, die Eigenschaften von einem Tablet, sei es eine Tilt-Steuerung, sei es eine Touch-Mechanik oder sonst irgendwas, wunderbar verwurstet. Und da kommen solche Sachen, die ja eigentlich dann tatsächlich, wie du gerade sagst, schon so ausgelullert sind, dann gegebenenfalls negativer rüber, als sie eigentlich sind. Aber ist es ja eben nicht. Also es ist ja okay. Das ist tatsächlich okay. Deshalb 3 Sterne. Ja, also wenn wir davon reden, bis zu einem gewissen Maß ist das Spiel auch ein bisschen ein Blender. Ne? Also es haut dem Zombies um die Ohren, im gleichen Wort auch noch Hollywood. Du hast so eine ja sehr, sehr coole Grafik, so einen super coolen Protagonisten, der irgendwie mit 2 Knarren schießt. Ja, aber komm, darum geht's. Also wenn wir jetzt, ich nehme jetzt, glaube ich, einen der nächsten Titel jetzt schon mal so rein inhaltlich vorweg, wenn wir jetzt hier von Schafen und Wolken und so gleich reden, das geht ja in die gleiche Richtung. Also das, was wir beim letzten Mal ja schon bei diesen netten Hundegrafiken gesagt haben, hier ist mein Herz ja direkt wieder aufgegangen, als ich diese Schafe gesehen habe. Und wenn die dann auch noch am Schwanz ziehen kannst und rumflitschen kannst gleich, mein Gott, allein deshalb kriegt das Spiel doch schon wieder 20 Sterne von mir, weil das einfach großartig ist. Das könnte einfach nur wie so ein Bilderbuch sein, wo man einfach nur drauf starrt und ab und zu mal umblättert. Ich hätte mich gefreut. Und natürlich muss man, glaube ich, so ein bisschen was haben, um so einen Anreiz dahin zu kriegen. Deshalb mein Kritikpunkt ja, dass da die Mechanik da nicht ganz mitspielt. Die Optik finde ich super, das Setting finde ich super. Aber jetzt darfst du wieder. Nee, ich wollte auch nur sagen, wir kommen gleich zu dem nächsten Spiel mit den tollen Schafen und du hast mir natürlich wieder meinen Einstieg geklaut und kaputt gemacht. für gleich, aber egal. Nee, ich sage jetzt mal, weil du gerade selber gesagt hast, hast erklärt, wie ausgelullert Twin-Stick-Shooter sind und du hast sie, ich weiß nicht wann, auf der Xbox schon gespielt. So eine Mechanik hat es dann vielleicht nochmal nötig, auch sehr poliert zu sein, muss man positiv auszudrücken. Also nicht nur irgendwie negativ, dass es irgendwie blendet oder so, nein, es ist auch sehr, sehr poliert. Irgendwie, weiß ich nicht, die Explosion, wenn da so ein Riesenzombie explodiert, ist natürlich auch Eye-Candy, ja. Mhm. Das heißt, es ist positiv, aber das hat es auch mehr nötig als das Spiel, was ich mir vorstelle. Absolut. Sag ich jetzt aber und mal so. Ich meine, es geht uns ja mit einem anderen Genre ähnlich. Wie viel Endless Runner hatten wir jetzt in den letzten 37 Folgen? Einige. Und da muss man tatsächlich auch schon einiges leisten jetzt, um da zu sagen, hey, das unterhält es. Ich hatte tatsächlich einen Endless Runner rausgesucht noch, den ich mir angeguckt hatte. Ich auch. Und zwar, weil Kollege Sven, wahrscheinlich weil er letztens so viel über amerikanische Autobahnen gefahren ist, sich tatsächlich mal einen Titel rausgesucht hatte mit dem Namen Endless Driver, hieß der, glaube ich. Und den hatte ich mir einfach auch mal anguckt, weil ich hatte einen Screenshot gesehen und die Optik fand ich echt richtig, richtig schick. Spielerisch fand ich das tatsächlich aber sowas von langweilig. Also deshalb habe ich es nicht gemacht. Naja.
Ja, wobei gerade auch in dem Genre Endless Runner ist ja nicht Endless Runner, also da ist ja auch noch Variation möglich. Absolut. Aber ich sage, hier ist tatsächlich alles schon komplett ausgelullert und da muss man tatsächlich wirklich komplett was Neues liefern. Bei Endless Runner ist unsere Schmerzgrenze wahrscheinlich noch nicht so komplett überschritten, auch wenn es kurz davor ist. Aber wir geben beide 3 Sterne, das ist doch auch okay. Dein nächster ist auch Titel. Nicht so schlecht, genau. Dein nächster Titel sind es die Schafe. Es ja, muss ja. Ich bin ja noch dran. So ein Quatsch, natürlich. Es können ja nur die Schafe sein. Genau. Also, ganz aufgepasst, weil keine Bauchbinden da und wieder eine harte Empfehlung von uns beiden, habe ich das Gefühl. Clouds and Sheep, also Wolken und Schafe, um das mal für die Nicht-Englischsprachler zu übersetzen. Wieder von Handy Games. Handy Games bedeutet mittlerweile, kann man sich halbwegs sicher sein, auch wenn wir hier die iOS-Version zeigen und besprechen, dass es die auch auf Android gibt. Und um ehrlich zu sein, habe ich das auch schon viel länger auf meinem HTC Desire gehabt und eigentlich nur auf gewartet, dass es auf iOS kommt, damit ich das endlich hier vorstellen kann. Das ist dann vor ein paar Wochen auch passiert. Und ist in der Universal App auf iOS, kostet nichts, ist auch Freemium. Gibt auch eine Premium-Version, die kostet 1,89 €. Die unterscheidet sich. Ja, da ist keine Werbung drin und da ja, will ich gar nicht ins Detail gehen. Ich habe mir einfach auch, um es zu sehen, wieder die Freemium-Version angeguckt. Bevor ich ins Detail gehe, habe ich auch, glaube ich, heute oder gestern auf Facebook noch gelesen, dass es nicht nur auch auf Android erhältlich ist, sondern auch für den Windows-PC. Also wer da irgendwie Interesse hat, ein bisschen rumgoogeln, ein bisschen rumsuchen, da kann man sich das da runterladen und damit sein Schäfchen spielen. Worum geht's? Also ich würde mal, ich vergleiche immer gerne Spiele, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so ein Tamagotchi, eine Mischung aus Tamagotchi und Pocket God, falls man das kennt. Tamagotchi-Gedanke, man kümmert sich um Schafe. Super, super süß. Du, das war ja nicht mein Einstieg, also wir hatten uns ja, glaube ich, schon fast übertrieben über die Knuffigkeit des, wie hieß es denn? Save My Puppies. Save My Puppies, genau, über den Dackel, ja, unterhalten. Und das Ding, was wir jetzt zeigen, setzt dem einfach noch einen oben drauf. Es ist unfassbar süß und die Grafik ist super, super gut. Genau, also man hat eine Schafsherde auf einer Weide und da kann man, oder man muss, wenn man das Spiel spielen will, sich um die Schafe kümmern. Das heißt, man muss sie bei Laune halten. Man muss dafür sorgen, dass sie sich vermehren. Keine Angst, ist völlig jugendfrei. Ist sogar sehr, sehr witzig. Also diese Verbindung von Schaf und Wolken, die, ja, wenn man drüber nachdenkt, relativ naheliegend ist, die wird halt auch schön durchgezogen. Das heißt, wenn mal ein Schaf stirbt, dann fliegt es nach oben und wird zu einer Wolke. Und andersrum, wenn ein Schaf geboren wird, dann müssen sich natürlich männliches und weibliches Schaf näher kommen und dann steigt ein Herz auf und wenn das Herz dann eine Wolke trifft, kommt ein kleines Schaf runter. Das klingt jetzt alles ein bisschen kindisch vielleicht, ist auf jeden Fall kindertauglich, ist aber richtig, richtig schön und auch entspannend und auch, ich glaube, Micha hat, glaube ich, auch seinen Spaß und ich hatte auch meinen Spaß und habe ihn auch noch, weil es halt unglaublich entspannend ist, was ich will gar nicht zu lange über die Süße oder die Knuffigkeit dieser Schafe reden, weil ich meine, also man muss es sehen. Es kostet nichts. Deswegen direkt mal runterladen, einfach nur mal zu gucken, weil die Animationen auch so toll sind. Deswegen will ich auch ein bisschen auf das eigentliche Game Design eingehen, weil das wahrscheinlich jetzt, man könnte denken, das ist zu kurz gekommen. Ist es nicht, weil neben diesen ganzen Tamagotchi-Mechanismen, die wirklich vielfältig werden. Man bekommt viele Tools, um zu interagieren mit den Schafen. Sorry, ich hatte gerade wieder krass Werbung auf meinem Ohr. Gibt's? Bitte? Was guckst du auch über Werbung, wenn wir hier reden? Ich weiß auch nicht. Ohne Werbung geht gar nichts bei mir. Werbung auch ein gutes Stichwort, um die Überleitung dann doch mal hinzukriegen. Und also Werbung ist halt auch drin. Stört überhaupt nicht. Wie man jetzt auch sieht, wie bei Handygames gewohnt, finde ich sehr gut. Auch Freemium, also man hat richtig viel Spaß. So soll es eigentlich sein. Also hatten wir die letzten Male schon gesagt, man hat richtig viel Spaß mit diesem Spiel, ohne einen Cent auszugeben. Aber wenn man Geld ausgibt, hat man einfach noch mehr Spaß und noch mehr Möglichkeiten. Also genau so sollte Freemium funktionieren. Also den User nicht abschrecken mit irgendwelchen Zwängen oder in Gängeln oder sagen, okay, du wirst hier nichts ohne Geld, aber ihm lieber Anreiz geben, zu sagen, okay,
nimm doch ein bisschen Geld in die Hand und du hast noch mehr Spaß. Das ist halt so der Grundgedanke, so würde ich ihn mal formulieren. Und der funktioniert bei Handygame-Spielen in der Regel richtig gut. Also da habe ich auch schon beim letzten Mal eine Lanze gebrochen, die kann ich nur nochmal brechen. Also Handygames haben meiner Meinung nach, wie gesagt, wir haben gerade über Punch Quest gesprochen, Handygames haben es wirklich verstanden, wie man Freemium zu behandeln hat. Ich habe zwar noch ein paar Punkte, aber du alter Schafliebhaber sollst auch mal zu Wort kommen. Es ist unglaublich, also es ist wirklich unglaublich. Und also liebe Leute von Handygames, eure Grafiker, die solche Grafik machen, die sind Götter. Also allein die kompletten Animationen der Schafe, wenn sie denn auf einmal, also du kannst die Schafe ja rumsetzen von Grasbüschel, dass sie irgendwas fressen. Manchmal stehen ja auch dann eben solche Baumstümpfe rum. Und wenn man ein Schaf dann eben vor so einem Baumstumpf absetzt, dann schnüffelt es dann auch mal rum. Ist das denn was, was fressen kann? Das ist großartig. Das hat Zeichentrickqualität. Es ist besser als jeder Disney-Zeichentrick für von der Animation. Es ist unglaublich. Und ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Schafe sind einfach cool, wie die blöd gucken. Und es ist Wahnsinn. Also der Stil ist toll getroffen. Allein das macht schon so viel Spaß. Und auch überhaupt die Idee, also tatsächlich das Leben eines Schafs mal wieder zu nehmen und so eine Tamagotchi-Mechanik drumherum zu stricken, dass es dann eben auf die Wiese regnen kann und sowas. Und nachher muss man ja tatsächlich noch hier irgendwelche Aufgaben da ja immer mehr oder weniger erfüllen, um weiterzukommen. Das ist echt gelungen. Und wenn man sich die Schafe, ich kann wieder nur immer von den Schafen reden, guckt sie euch an. Die weiblichen Schafe haben lange Wimpern. Die anderen, die keine langen Wimpern haben, sind natürlich die Männer. Und wenn man denen dann eben also wenn man sie dann die Blumen fressen lässt, damit sie sich dann eben verlieben in die anderen Schafe und ein neues Schaf kommt, das dann so etwas kleiner dann auf der Wiese, und das ist göttlich, das ist toll. Also Wahnsinn. Und spielerisch kann man echt nur sagen, das, was du auch gesagt hast, diese Freemium-Mechanik, die ist wirklich super. Also ich, Hut ab, kann man echt nur sagen. Also es ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, das muss man ja fairerweise auch sagen, weil es gibt ja ein paar Leute, die kriegen sobald zu hören, oh, ich muss irgendwas kaufen, kriegen dann direkt Pickel und sagen, nee, das geht einfach nicht. Aber es funktioniert, es macht Spaß, es ist gut, es ist, man muss es ja auch nicht, es ist klasse. Also die Leute, die du gerade erwähnt hast, die kriegen aber die größeren Pickel bei, ich will es nicht vergleichen, werde ich auch nicht tun, aber ich werde sagen, die kriegen bei Zombie wird die größeren Pickel. Ja, das definitiv. Ja, klar, definitiv. Achso. Absolut. Also, so spielbar, also ich weiß, dass die Geschäfte für Handygames sehr gut laufen. Also ich habe keine Zahlen, die will ich auch gar nicht kennen, aber fünf. Ich weiß, dass es gut, bitte? Fünf, wenn du keine sechs, Zahlen. Sechs kenne ich auch und vier ist auch ganz gut, nur ein bisschen kleiner. Nee, also ich kenne keine Zahlen, aber ich weiß, sie laufen sehr gut. Man könnte fast befürchten, dass sie nicht so gut laufen, weil, wie gesagt, ich brauche kein Geld ausgeben, um da richtig viel Spaß mit zu haben. Bei denen funktioniert es, das heißt, deswegen meint die. Bei denen ist die Balance sehr gut. Also Balance zwischen dem Spieler Spaß lassen, ihn nicht gängeln, aber trotzdem natürlich den Aufwand, und der ist ziemlich groß, für solche Titel zu monetarisieren. Kriegen die super hin. Und wie gesagt, deutsche Entwickler, also Empfehlung, ladet euch das auf jeden Fall mal runter. Ja, absolut, absolut. Wollen wir werten. Ja, wir wollen werten. Genau, dann, ich habe zwar noch ein, zwei Punkte, aber die packe so, ich möchte, dann gleich in meine werden. Wertung. Ich gebe dem Ganzen ganz, ganz gute 4 Sterne. Eigentlich müsste man dem, glaube ich, 5 Sterne geben, so wie wir es gelobt haben. Aber ich bin zu ungeduldig für diese Art Spiel. Deshalb, Tamagotchi habe ich damals nie gehabt. Ich habe es immer nur bei allen anderen neidvoll gesehen. Aber auch nur so neidvoll, bis ich dann gesehen habe, dass man ja auch nichts damit machen kann. Dass es Jahre dauert, bis da vielleicht mal irgend noch was Interessantes passieren könnte. Oder dass das Vieh stirbt oder sonst irgendwas. Ich bin so ungeduldig, das funktioniert bei mir nicht. Das geht so ein bisschen in die Richtung Strategiespiele. Alles, wo so Management drin vorkommt bei Spielen, nee. Ich bin mehr so der leicht, einfach gestrickte Mensch, der Puzzlespiele oder Denkspiele haben muss, aber nicht sowas. Deshalb. Du zählst immer mehr Sachen auf, die du nicht magst. Nein. Das war das Persönliche. Deshalb kann ich nicht. Deshalb kann ich einfach nicht 5 Sterne geben, wenn es nur um Optik und alles und wie das Spiel rüberkommt, müsste ich 6 Sterne ja so geben oder 20 Sterne, wie ja schon gesagt. Und allein diese Schafe, ey Gott, also Wahnsinn. Echt richtig, richtig gut. Aber trotzdem, 4 ganz, ganz tolle Sterne von mir. Mit aber so, der fünfte, der scheint da oben schon, aber ich traue ihn nicht, ihn auszusprechen, so ist es. Der kostet extra. Genau, der kostet extra. Hm. Also, ich
werde auch nicht 5 geben. Das werde ich gleich nochmal ausführen. Auch sehr, sehr starke 4. Aber ich hatte eh noch ein paar Punkte, die ich gerade noch gar nicht erwähnt habe. Also was auch ein bisschen das Spielerische angeht. Und die packe ich direkt mal, werde sie positiv formulieren, weil das ist definitiv ein Vorteil dieses Spiels. Und zwar ist es halt auch nicht so, da hat mir, glaube ich, gerade die Werbung voll in die Ohren gepowert. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Es ist nicht so, dass man einfach nur so vor sich hin werkelt. Man erfüllt auch Objectives, auch also man ist immer was zu tun. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und denkt sich, naja, mal ich Schafe angucken, ist super. Und man kann auch irgendwie die rumschnipsen. Nee, man hat da auch immer Aufgaben zu erfüllen. Schaltet dann immer mehr Inventar frei, was man auch nutzen kann. Und kann dann auch, wenn die Weide quasi gecleared ist, also wenn die Weide oder der Level ja, erfüllt wurde, kann man entweder weiterspielen, was ich auch sehr cool finde, oder man sucht sich dann eine neue Weide aus, wo es dann, ja, andere, da gibt es dann auf einmal Pilze, die Schafe sollten die Pilze nicht essen, weil die sind giftig und solche Sachen. Also das hält auch bei der Stange, ohne dass man jetzt einfach so da sitzt und sagt, naja, es ist zwar ganz nett, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich spiele jetzt nur mit den Schafen rum. Also auch spielerisch, Game Design ist wieder stark, richtig stark. Genau, also dass die Schafe süß sind, glaube ich, haben fast alle Leute verstanden. Ich möchte noch mal kurz auf die Gesichtsanimation eingehen. Die sind ja eingehen. Noch nicht nur süß, die sind auch hervorragend animiert. Das ist ja... Ja. Ach, Mann. Ich sag doch jetzt Ich bin da tatsächlich... Ich bin da wirklich so ein Freak. Ich habe mich ja auch unglaublich gefreut, damals über so Geschichten wie hier Rayman oder dieses Wario Shake Dimension auf der Wii, wo ja auch handgezeichnete Grafiken noch waren. Super, alles toll. Aber ich darf ja nicht mehr, du darfst. Genau, also ich wollte noch kurz auf die Gesichtsanimation, also es geht natürlich sehr nah, du schießt mir schon wieder fast meine Argumente weg, aber die Gesichtsanimation nochmal eingehen, weil das halt die Schafe an sich sind halt nicht nur sehr, sehr süß und knuffig und übrigens auch cool, wenn die nass werden, dann verändert sich das Fell auch, so ganz kleinig, die man erst beim zweiten Mal hingucken irgendwie bemerkt. Nee, die Gesichtsanimation, wenn die Schafe sich dann auch mal hinlegen und dann irgendwie wirklich mit, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Animationsstufen schnarchen, also es ist richtig, richtig cool. Und das verleiht diesem Spiel auch noch und den Tieren noch mehr Charakter. Also es sind nicht einfach nur Schafe, die knuffig anzusehen sind, nee, aber man kann denen halt auch wirklich so ins Gesicht gucken. Man hat so fast das Gefühl, sich anzusehen, wie es denen jetzt geht. Und darum geht es ja auch, ne? Also es wird natürlich noch angezeigt mit so einem Icon oben drüber. Also wenn die Durst haben, dann ist da so ein kleines Wasserglas zu sehen. Aber gut, das wollte ich noch gesagt haben inhaltlich. Wie gesagt, von mir auch ganz starke 4. Ich habe auch gar keine Lust zu erklären, warum es keine 5 gibt. Aber 5 ist halt auch so eine Wertung, die hebt man sich auf. Und ja, ja, die hebt man sich auf. Die hebt man sich auf. Aber ich glaube, das ist schon ganz nah dran. Und vielleicht, wenn ich länger gespielt hätte und noch weiter gekommen wäre, weil wir hatten, glaube ich, beide nicht so viel Zeit diese Woche, wären es auch die 5 gewesen. Aber so ganz starke 4 und eine extreme Empfehlung. Kostet nichts, tut keinem weh, ladet euch das runter und dann, ja, dann werdet ihr alle zu Schafliebhabern wie der Micha. Genau, ja. Ich finde, wir sollten ja tatsächlich hier so komplett unterwürfig bei Handy-Games, bei den Grafikern mal anfragen, ob die uns beide nicht auch mal so als Comicfiguren zeichnen können. Das wäre doch was für unseren Cast, so im Opener wäre doch du so als Schaf mit Afro und so. Nein, das möchte ich gar nicht. Kriege ich jetzt Angst. Ich glaube, das ist jetzt raus. Das ist jetzt on air. Nein, das schneiden wir raus. Cut, das hat niemand gesehen. Blitzdingsen und sowas, keine Chance. Der nächste Titel. Freeze und hat noch einen Nachsatz, den ich jetzt vergessen habe. Die Flucht. Die Flucht, genau, das war die Flucht. Und darum geht's auch. Man ist ein hübsches Auge auf irgendeinem, also, ja, ein Außerirdischer, der aussieht wie ein Auge, der irgendwie schön friedlich vor sich hin döst mit seinen Kollegen und wird dann quasi aus der heimatlichen, weiß ich nicht, rausgerissen, auf einen anderen Planeten verschleppt und muss dann aus irgendwelchen Levels entkommen. So viel zur Hintergrundgeschichte. Das Ganze hinter dieser Hintergrundgeschichte versteckt sich ein optisch sehr skurriles, physikbasiertes Puzzlespiel. Habe ich das in etwa jetzt so halbwegs richtig formuliert oder wie hättest du es genannt? Nee, ist perfekt. Aber sag doch mal schwarz-weiß und so. Genau, das hätte ich ja auch gesagt, wenn man es denn tatsächlich zeigt. Ja, ich sage also, die Grafik ist tatsächlich sehr eigentümlich, weil sie komplett auch in monochromen Farben gehalten ist, also schwarz-weiß. Und auch was den Stil angeht, also nicht nur, dass es schwarz-weiß ist, schon
arg strange ist. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ein befreundeter Grafiker da schon wieder sagen würde, nein, das gucke ich mir gar nicht erst an, weil mir der Stil nicht gefällt. Oder aber eben sagt, hey, den Stil finde ich aber so abgefahren, gerade deshalb gucke ich es mir an. Ich weiß es nicht. Also Ziel des Spiels ist es tatsächlich, dass man mit seinem Auge aus verschiedenen Leveln, Strukturen rauskommen muss. Und das Besondere daran ist, man bewegt das Auge, also den Spieler, der entführt wurde, indirekt, indem man nämlich den jeweiligen Level dreht. Und dann setzen halt die ganzen physikalischen Gesetze ein, sprich, wenn er auf irgendeiner Schräge steht, dann rollt er in die entsprechenden Richtungen, wenn da ein Loch ist, dann fällt er runter, wenn da irgendwelche Dornen sind, dann mag er das gar nicht und zerplatzt und sowas. Also wie man das tatsächlich von vielen anderen Puzzlespielen kennt, mit eben hier dem Unterschied, dass man hier indirekt den Level, also das Gefäß, in dem man drin ist, immer drehen muss. Also wie früher diese, da gab es doch diese Labyrinth-Spiele mit den Kugeln, wo man dann immer so, ne, die kippen konnte. So ähnlich ist das hier, nur dass man eben komplett immer wieder vor und zurück drehen kann. Was man noch bei dem Spiel machen kann, und daher kommt auch so ein bisschen der Name, man kann die Position, also quasi, man kann den Hauptcharakter freezen, dass er an der Stelle bleibt, wo er ist, und dann, das kann man, glaube ich, bis zu 99 Sekunden oder so, ne? Je nachdem, also es wird vorgegeben pro Level. Ja, stimmt, ich dachte, es wäre immer 99, aber es war dann wahrscheinlich nur. Ist egal. Nee, ich glaube, es sind auch nicht Sekunden, das sind einfach die Male, die man das machen kann. Ist das so? Okay, das habe ich dann gar nicht so realisiert. Naja, wie braucht man das auch, um einige Puzzle zu lösen. Und jetzt zeige ich es mal ein bisschen, weil die den Livestream videotechnisch gucken und den Podcast im Videoform, die müssen natürlich auch was sehen, weil das Spiel lebt auch sehr von der skurrilen Optik. Ne? Also nochmal, Freeze, die Flucht von Andreas von Lepel, hast du, glaube ich, eingangs erwähnt, kostet 89 Cent, ist die Universal-App und meines Wissens nicht für Android erhältlich. Wenn man sich die Credits anguckt, ist es ein kleines Team. Also gut, dass der Mensch eine Amiga-Vergangenheit hatte, wusste ich gar nicht. Trotzdem immer Respekt. Also mit einem ganz kleinen Team irgendwie ein Spiel auf die Beine zu stellen, das auch, glaube ich, im Moment im deutschen Store zumindest irgendwie App des Monats, also nicht die App des Monats, sondern irgendwie bei den neuen beachtenswerten Apps dabei ist. Immer eine gute Sache. Als ich die Screenshots gesehen habe, die sehr, sehr schön sind und auch irgendwie noch mit Text nachbearbeitet sind, oh, dachte ich sofort, oh, da hat mich aber wieder ein Hochkaräter rausgesucht. Erinnern tatsächlich so rein von der Optik her an Contre Jour, was wir auch schon mal hatten, und Limbo, was man ja auch kennt. Also dieses bisschen also düstere, morbide durch das Auge Optik. Dachte ich mir, okay, coole Sache. War dann allerdings nach dem Runterladen aus mehreren Gründen ein bisschen enttäuscht. Also wie gesagt, Wertungsrunde kommt gleich. Ich will nur vorwegnehmen so viel, dass ich mit der Grafik nicht so richtig klargekommen bin, als ich sie dann in Bewegung gesehen habe und nicht nur auf diesen Screenshots. Spielerisch gesehen ist das trotz des Freeze-Buttons, muss ich jetzt nochmal sagen, und ich habe nicht die Muße gehabt und will es auch gar nicht, mir zu suchen, welche das oder welches Spiel, an welches Spiel mich das alles erinnert hat, ist das halt auch nichts Besonderes. Also auch wenn du dieses Labyrinth bewegst, um die Kugel zu bewegen, das habe ich schon, ich weiß nicht, 100 Mal vielleicht nicht, aber lass mal 80 Mal sagen, gesehen und oft auch besser, glaube ich. Ja, also insofern, ja, die Freeze-Mechanik funktioniert ganz gut. Ich bin mir auch sicher. Ich spiele aber gerade einen Murks zusammen, das muss ich jetzt aber gerade sagen. Also ich habe die Level ja alle schon gemacht und spiele gerade, als wenn ich keine Arme hätte. Mein Gott. Wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte es höflich ignoriert. Aber stimmt, Micha ist gerade nicht so gut drauf. Ne? Aber zum Anschauen reicht's. Also wer die Explosions- oder die Sterbeanimation sehen will, der hat gleich wieder eine Chance. Nee, also sag mal, das geht nicht. Ich kann dir nicht gleich, also ich kann dir nicht zuhören und gleichzeitig hier versuchen, irgendwelche zeitgenauen Sachen hier noch zu machen. Ich bin das ja furchtbar. Ja, weiter. Genau, also für mich ist es halt auch eine etwas unoriginelle Mechanik, die ganz gut funktioniert, muss man sagen. Gut, bei dir jetzt gerade nicht, aber so die Rätsel sind nicht schlecht. Also das Level-Design, so wie ich das sehen kann, ist ganz gut. Wird auch relativ schnell, relativ knackig. Also da kommt sehr, 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 sehr aufs Timing an. Also diese Kombination im richtigen Moment anzuhalten und dazu auch noch den Neigungswinkel, um die Geschwindigkeit dieser Kugel zu beeinflussen, was ja deine Hauptaufgabe ist. Das kommt in den Levels gut rüber. Aber ja, muss mich wieder zurückhalten, aber wie gesagt, hat mich dann letztendlich nicht vom Hocker gehauen, wo ich gedacht hätte, die Grafik tut dies, hat es aber auch nicht. Und das sage ich dann, glaube ich, vielleicht erst wirklich in der Wertungsrunde. Ja,
Nö, du kannst ja direkt mit anfangen. Also zur Spielmechanik hast du ja auch, haben wir beide jetzt ja schon was gesagt. Also kannst ruhig anfangen zu werten. Werte doch mal. Genau. Okay, also vorweg, damit das alles nicht zu negativ klingt. Weil nochmal, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde es absolut super respektabel, wenn ein kleines Team Spiele rausbringt, was so viel Attention und Aufmerksamkeit generiert, dass es bei uns und bei mir landet und auch tatsächlich dann bei ja, bei Apple in der neuen Beachtenswert-Kategorie landet, finde ich super. Insofern, das Ganze kriegt 3 Sterne, ist erstmal eine coole Sache. Funktioniert alles auch gut. So, deswegen, das habe ich vorweggeschickt, damit meine Kritikpunkte jetzt nicht irgendwie übertrieben klingen, aber ich muss sie jetzt mal kurz erwähnen. Also die Grafik hat mir in Bewegung gar nicht gut gefallen. Also was auf Screenshots wirklich cool aussieht, So, da fliegen Raben im Hintergrund, irgendwie der zuckelt da lang, irgendwie, als ob dem da Animationsstufen fehlen. Dann ist das natürlich Retina auf dem Retina-iPad, aber dann sind da ein bisschen, ja, Grafiken dabei, die sehen halt nicht Retina aus, dazwischen. Ja, also sieht nicht so gut aus. Wie gesagt, ich habe es gerade verglichen mit Contour Jour, was sicherlich auch seine Mängel hatte, aber wirklich richtig, richtig cool aussah, und Limbo sowieso, kennt man von PC und Konsolen. So schön ist es dann leider nicht. Und die Mechanik ist halt auch ganz gut umgesetzt, ziemlich knifflig, aber halt auch, zieht niemanden hinterm Ofen vor. Insofern extrem respektabel, ein gutes, rundes Spiel eigentlich, wo aber das Besondere fehlt. Deswegen kann ich für mich nur 3 Sterne geben, was ja, wir haben es gerade schon mal gesagt, jetzt auch nicht schlecht ist. Das ist ein langweiliger Podcast, weil wir immer die gleichen Wertungen geben. Das macht keinen Spaß mehr so. Ich hätte auch 3 Sterne gegeben. Und die, also der Untertitel eben Freeze, die Flucht und sowas, und dann auch noch diese Schwarz-Weiß-Grafik, die man so gesehen hat, die dachte ich, oh, mal gucken, was sich dahinter versteckt. Vom Spiel selber, die Puzzle finde ich tatsächlich sogar sehr anspruchsvoll mit der Zeit dann. Also das finde ich tatsächlich okay. Wer diese Art Puzzle mag, der kommt da wirklich voll auf seine Kosten, auch wenn das ein abgegriffener Spruch ist. Aber ich habe mir echt mehr von der Grafik erwartet. Also sieht teilweise, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie wirkt das so aus, als wenn manche Sachen einfach nicht zusammenpassen würden. So, als wenn man gesagt hat, okay, wir haben irgendwie was Tolles uns für den Hintergrund ausgedacht, aber dafür machen wir jetzt was, hat irgendjemand komplett andere Sachen gezeichnet für die Puzzle und so ein Kram. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Es wirkt nicht so rund irgendwie. Also das ist alles so harmonisch. Also klar, es ist alles schwarz-weiß, aber es fehlt irgendwas. Es macht auch irgendwie ein bisschen die Stimmung kaputt, finde ich so. Dass diese Vorschusslorbeeren der Screenshots da irgendwie leider dann eben nicht eingehalten werden können. Ich habe es dir denn auch so? Ja, also tatsächlich. Ging mir tatsächlich auch so. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die Puzzle fand ich tatsächlich dann sogar okay. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet einfach. Ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, irgendwie mehr, ich weiß nicht, ob Tiefe das richtige Wort ist, aber ich benutze es einfach mal, mehr Tiefe erwartet, dass da irgendwie mehr Abwechslung in den Möglichkeiten irgendwie drin ist. Und das ist eigentlich schade, dass es nicht hat. Deshalb von mir auch dann nur die 3 Sterne, die okay sind, aber eben jetzt, also ich glaube, da hätte man auch noch mehr rausmachen können. Ich habe natürlich einfach gesagt jetzt als Nicht-Entwickler und Nicht-Mensch, der hinter diesem Spiel steht. Als Kritiker hat man es ja immer leicht. Aber das ist mein Eindruck gewesen und da stehe ich zu. Ja, also vielleicht sind es auch tatsächlich nur Kleinigkeiten. Also wie gesagt, mir fiel als erstes irgendwie der Rabe auf, der irgendwie das Bild flattern sollte eigentlich, aber zuckelte irgendwie. Ich habe es angeguckt, es sah natürlich genauso aus wie auf den Screenshots eigentlich, aber als ich es dann vor mir hatte und ich dann genau hingeguckt habe und es in Bewegung gesehen habe, war ich halt einfach rein optisch, ohne es wirklich gespielt zu haben, erstmal so ein bisschen enttäuscht. Und vielleicht, wir sind beide keine Grafiker, Sven hätte es vielleicht präzise auf den Kopf treffen können, aber ja, also wenn wir beide den gleichen Eindruck haben, dann. Also ich fand ja, den Raben und so, dass der vielleicht rumzuckelt, fand ich ja noch nicht mal so schlimm. Du hast ja, wenn du in den Menüs irgendwo drin bist, hast du ja immer diese Blitze, die dann auf den jeweiligen Buttons kommen, die drauf sind. Ja. Die fand ich tatsächlich nicht schön. Also die fand ich einfach überhaupt nicht ansprechend. Also da habe ich schon deutlich atmosphärischere und bessere Blitze gesehen. Naja. Also da sind wir uns auch wieder einig und auch gleich auf die auf dem gleichen Wege auf die Wertung gekommen. Ne? Genau. Ja, 3 Sterne. Das heißt, was hatten wir? Beim ersten hatten wir beide 3 Sterne. Nee, da hatte ich 4. Da hattest du 4, richtig. Dann ist ja doch kein so langweiliger Cast gewesen. Ah, da war er doch nicht langweilig. Nein, das ist aber super, mit so kontroversen Ansichten, die sich auch unterscheiden. Mehrere, genau, 2 Android-Spiele, wenn ich jetzt mich nicht verzähle. Also Clouds and Sheep und das Zombiewood.
Sehr gut. So muss das sein. Wir bedienen hier alles. Zumindest in der Theorie. Prima. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als den üblichen Spruch abzulassen. In 2 Wochen geht's weiter, aber dir gebührt die Ehre, wie immer, die Weisheit des Tages von dir zu geben. Ja, heute habe ich es relativ einfach. Manchmal muss ich mir ein paar Umwege machen mit dem Mund, um da hinzukommen, wo ich will. Sag mal, was redest du? Also ich bin heute absolut nicht in der Lage gewesen, irgendwas zu spielen. Du erzählst ja mit dem Finger durch Erde gehen, Umwege mit dem Mund und Mann. Also hast du zu viel Eggnog getrunken oder? Eggnog? Ja, wenn wir doch schon Weihnachten haben, müssen wir doch hier auch irgendwelche anglizistischen Getränke reinbringen. So. Ich wollte gerade sagen, Eierpunsch heißt das doch, oder? Nee, ich habe keine Ahnung, ich trinke sowas nicht. Du auch nicht. Nee, also, ich mache es mir heute relativ einfach. Nikolaus ist keine Ausrede, nicht immer zu spielen und nie aufzuhören. Deswegen, ich finde es schön, mit welcher Ernsthaftigkeit du das dann immer rüberbringst. Also es hat so ein bisschen was von diesen Testimonials, die so bei in der Werbung immer sind. Dieses Waschmittel ist viel besser und diese Brille ist und überhaupt. Mann. Testimonials? Du haust aber wieder hier. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind hier international. Es ist halt so. Egal. Ja, da sage ich nur Merry Christmas dazu. Genau, wir sehen uns in einer Woche beim Quapcast, in 14 Tagen beim Quapcast. Bleibt dran, hätte ich fast gesagt, stimmt gar nicht. Ladet euch, wenn ihr sie noch nicht kennt, die anderen Folgen runter. Guckt sie auf YouTube an, spielt alle Spiele, die wir jemals vorgestellt haben, durch. Und schöne Feiertage. Auf Wiederhören. Adios. Aber was heißt schöne Feiertage? Wir haben ja dann noch einen Cast vor Weihnachten, oder? Möchtest du das mal so einen Quapcast und einen Quapcast. Wenn ich das ja tatsächlich ja sogar richtig überblicke. Wunderbar. Müssen wir uns eigentlich dann was einfallen lassen, dass wir dann irgendwie so ein Best-of dann machen, so irgendwie Jahresrückblick oder sowas? Absolut. Aber ich glaube, den könnten wir sogar noch nach Weihnachten machen, das, oder? Ja, schauen wir einfach mal. Also, lange geredet. Ich mute uns jetzt und lass die Closer-Musik einfahren. Auf Wiederschön. Wiederschön? Adios. Wiedersehen.